Hey Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch wieder ein Update geben zu meiner Schwangerschaft beziehungsweise einfach all eure Fragen, die sich auch wieder angesammelt haben. Ich habe ja schon mal ein Q&A gemacht, gerade so am Anfang, als ich euch überhaupt gesagt habe, dass ich schwanger bin, und inzwischen wollt ihr auch noch mal mehr wissen. Und damals war ich so am Ende des ersten Trimesters, diesmal bin ich jetzt so mitten im zweiten und wollte euch da mal zum einen oder anderen was erzählen. So Leute, kleine Unterbrechung, und zwar gibt es auch diesen Freitag wieder eine Verlosung. Ihr könnt dieses coole Paket gewinnen. Dazu geht ihr einfach auf Instagram, einmal auf meinen Account KindofRosy und einmal bei KindofRosy her. Bei beiden nehmt ihr einfach teil an der Verlosung. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Was super viele interessiert hat, ist, wie viel ich schon zugenommen habe. Ich habe jetzt 5 Kilo zugenommen. Das ist so ungefähr, wie viel ich jetzt auch zunehmen sollte. Also da gibt es so ungefähre Richtwerte, auch je nach BMI. Also ich habe meinen BMI berechnet, den ich davor hatte. Und danach kann man dann ungefähr gehen. Das ist aber auch nicht das Baby. Das Baby wiegt jetzt tatsächlich nur 200 Gramm. Also wirklich lächerlich. Aber es setzt sich zusammen aus so Sachen wie, es klingt jetzt ein bisschen eklig, aber Blut. Man hat einfach viel mehr Blut im Körper als Schwangere. Und das wiegt dann tatsächlich was. Die Gebärmutter ist ja größer. Ich glaube auch noch Fruchtwasser, also ganz viele Sachen. Das ist also nicht nur das Baby und es ist auch nicht alles angefuttert, sondern das ist das Drumherum. Ich versuche, mein Gewicht so ein bisschen im Blick zu haben, wobei ich um Gottes Willen keine Kalorien zähle oder mich auf Diät setzen würde oder so, wenn es auch mal ein bisschen mehr ist. Gerade wer in der Schwangerschaft auch schon mit Übelkeit zu kämpfen hat, weiß, wenn man essen kann, isst man, und es geht ums Überleben. Und dann ist man nicht so, also vielleicht sollte ich doch lieber einen Brokkoli essen, auch wenn ich den dann eh wieder rauswürge. Versuche einigermaßen ausgewogen zu essen und auch Obst, Gemüse zu integrieren jeden Tag und viel Wasser zu trinken und auch Sport zu machen. Ich mache auch wieder Sport, weil es mir jetzt wieder besser geht. Ich habe auch eine breitere Hüfte, glaube ich, bekommen, aber das ist auch normal, weil das Becken sich weitet, und einfach so ein bisschen Bauch, Beine, Po ist halt mitgewachsen, aber ich finde, es passt alles auch noch zusammen. Und ja, ich sehe halt schwanger aus, ne? Ich versuche nur, warum ich es ein bisschen im Blick habe, ist, weil ich danach vorhabe, wieder zu meiner alten Figur zurückzukommen. Ja, schauen wir mal. Das könnt ihr dann ja auch begleiten, diese Reise. Und auch eine sehr, sehr häufige Frage, auch im privaten Bereich. Wisst ihr schon das Geschlecht? Es tut mir leid, ich muss alle immer so weiter auf die Folter spannen. Uns inklusive, wir wissen es tatsächlich noch nicht. Und die nächste Frage war dann immer, werdet ihr es auch dann uns sagen? Ich denke, wenn wir es wissen, werden wir es euch sagen. Ich habe aber jetzt keinen Plan, was das Ganze angeht. Es ist einfach so. Je nachdem, welche Tests ihr in der Schwangerschaft machen lasst, kann es sein, dass ihr schon relativ früh das Geschlecht erfahrt. Manche haben auch irgendwann im Ultraschall schon zu einem frühen Zeitpunkt den Jungen gut erkannt, und dann weiß man es halt schon. Bei uns war es jetzt immer so, dass man beim Ultraschall nichts gesehen hat bisher, und man hat ja alle 4 Wochen einen Termin. Mein nächster Ultraschalltermin, da würde man es wahrscheinlich sehen, also wenn wir darauf bestehen würden, aber die Ärztin hat gemeint, wir machen jetzt diesmal mal keinen Ultraschall, sondern es wird so eine normale Untersuchung geben, Abstrich und so. Sie guckt ein bisschen so nach dem Rechten, weil man soll auch nicht zu oft einen Ultraschall machen, und werden dann im Termin danach, also dann wieder in 4 Wochen, das Geschlecht erfahren können. Ob wir es dann machen, ich war eigentlich 100% überzeugt, dass ich das mache, und habe gedacht, wie kann man bis zur Geburt warten, bis man weiß, was das Geschlecht ist. Das ist ja viel zu spannend, und man muss ja wissen, wie man einrichtet. Ich habe letztens aber so zu Olli gesagt, also eigentlich, bis wir das dann wissen, dann bin ich so 25. Woche. Ach, dann können wir auch noch warten. Also mal gucken. Ich werde es mir bis dahin überlegen. Das heißt, entweder warten wir bis zur Geburt, oder sie schreibt es auf einen Zettel, macht es in einen Umschlag, und dann werden wir ein Gender Reveal machen. Ob wir eine Gender Reveal Party machen können, steht in den Sternen, ist halt jetzt zurzeit alles ein bisschen heikel. Also wenn, dann viel, viel später, wenn sich ja alles noch mehr beruhigt hat. Und dann die Namen. Und zwar sind Olli und ich relativ früh auf die beiden Namen gekommen. Also beide Namen sind von entweder für Junge oder für Mädchen. Haben gesagt, okay, wir lassen uns ein bisschen so sacken, ob es uns auch noch ein paar Wochen gefällt. Und wir lieben die Namen so sehr, dass wir uns schon ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher sind, dass es die jetzt fix sind. Und werden die auch erst nach der Geburt verraten trotzdem. Einfach nur, weil jeder hat mir dazu geraten, hat gesagt, sag das bloß nicht vorher. Schon gar nicht in so einer Plattform, weil Namen sind halt Geschmackssache, und ich möchte halt nicht, dass dann doch irgendjemand mir das versucht, madig zu machen, weil es gibt tatsächlich so Leute. Und wir sind einfach super happy mit den Namen, und ich möchte da gar nicht mehr rummachen. Aber ich kann euch schon mal Hinweise geben. Sowohl für Junge als auch für Mädchen ist es ein Vorname und ein Zweitname. Also ich habe quasi schon vor vielen, vielen Jahren beschlossen, wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich, dass die einen deutschen Vornamen und einen persischen Zweitnamen haben. Weil ich es einfach
super schön finde, wenn die nochmal so einen Bezug haben zu ihren persischen Wurzeln, die ja von meiner Seite kommen. Zu dem deutschen Namen kann ich euch schon mal sagen. Bei beiden haben wir uns für was Klassisches entschieden. Ich wollte nichts zu abgefahrenes, modernes, neues, sondern im Gegenteil, ich wollte eher was, was so ein bisschen, ja, ganz, ganz klassisch ist. Also ich kann euch schon mal sagen, wenn ihr die Namen erfahrt, ihr kennt alle diese Namen. Also ihr kennt es. Es stört mich aber auch nicht, dass jetzt zum Beispiel andere diesen Namen tragen, weil ich finde ihn einfach für mich schön. Und es passt auch zum Nachnamen, das muss man ja auch immer bedenken. Ihr müsst halt immer gucken, okay, sieht der Name nur so alleine gut aus und wie ist er, wenn man ihn voll ausspricht? Und Rösch ist halt ein spezieller Name. Er ist ja deutsch und so kurz und so, ja, hat so einen bestimmten Klang und da muss einfach der Vorname auch damit passen. Und da hätte jetzt sowas voll crazy oder was Englisches oder so gar nicht gepasst. Beide Namen haben auch eine schöne Bedeutung, aber ich habe zu beiden recherchiert. Der Jungname ein bisschen mehr wie der Mädchenname. Der Mädchenname ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön von der Bedeutung. Aber beim Jungnamen, da habe ich ganz, ganz viel so Geschichten dahinter und Ursprünge und wo das überall vorkommt. Und man kann sie direkt buchstabieren. Will ich euch noch mehr Hinweise geben. Beides ist auch international. Also, ja, aber es sind ja auch viele deutsche Namen so, ne, dass die auch im Englischen, sogar im Spanischen gut klingen, sogar im Französischen. Also so diese Hauptsprachen der Welt sind damit abgedeckt. Selbst jemand, der aus dem Iran kommt, kann es aussprechen, weil meine Familie will die ja dann auch so nennen. Ja, aber dann gibt es ja auch noch den persischen Zweitnamen und der ist bei beiden auch sehr, 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 sehr schön. Und die standen jetzt auch schon länger fest und bei denen bleiben wir ja. Ich bin super aufgeregt wegen den Namen und ich bin super aufgeregt, ob es Mädchen oder Junge wird, weil schon allein, weil ich die Namen so sehr liebe, brauche ich dann auf jeden Fall nochmal das andere Geschlecht. Nein, Spaß. Dann sind wir auch schon bei einem ähnlichen Thema und zwar, ob wir die Kinder mehrsprachig aufziehen werden. Definitiv. Die Kinder, ne? Ich sage immer so, dass ich Zwillinge kriege, ich kriege ein Kind. Aber so oder so wollte ich schon immer, dass meine Kinder, wie gesagt, einen Bezug haben auch zur persischen Seite. Und ich bin ja auch mehrsprachig aufgewachsen. Ich kann Persisch, kann sogar die Schrift und ein bisschen lesen so. Und ich finde das voll schön. Und warum denn nicht? Also wenn man schon diese Herkunft hat, bevor man vor allem später noch eine Sprache lernt, was im Erwachsenenalter viel, viel schwieriger ist. Meine Mama wird mit dem Baby sehr viel Persisch sprechen, haben wir schon so abgemacht. Dann übernimmt sie einfach diesen Part. Und dann hat es da schon mal einfach dieses Verständnis, ich werde mit dem Baby Persisch sprechen. Und was voll süß ist, Olli lernt gerade auch intensiv sein Farsi, weil er gesagt hat, nicht, dass das Kind dann irgendwie frech ist zu ihm auf Persisch und er merkt es ja nicht. Aber ich glaube, das war nur Spaß. Ich denke, er will einfach, dass wir dann uns alle irgendwo in der Sprache unterhalten können oder dass zumindest nicht das Kind denkt, ja, irgendwie Papa spricht das doch auch nicht, dann muss ich das auch nicht oder so. Aber wir werden natürlich sowieso die meiste Zeit zu Hause Deutsch sprechen. Dann haben viele gefragt, wie weit wir mit dem Thema Nesttrieb und Kinderzimmer einrichten sind. Also wir müssen einiges noch machen in der Wohnung. Das ist tatsächlich sowohl mein Nesttrieb, beziehungsweise das ist klar, ne? Wenn ich dann im dritten Trimester bin und einen Megabauch habe und keine Lust habe, mich viel zu bewegen, dann werde ich nicht anfangen, die Bude auf den Kopf zu stellen. Genauso, wenn das Baby da ist, sind wir, glaube ich, froh, wenn wir das jetzt rechtzeitig machen. Ich will einmal den Keller und den Dachboden, unsere Kammer oben halt, ausmisten, ausräumen, Platz machen. Jetzt fragt ihr euch, warum denn das? Das erkläre ich euch dann aber am besten nochmal separat, weil ich werde das Ganze auch mitfilmen, mitvloggen, wie wir alles umstellen und ausräumen und Platz schaffen. Und das ist so ein Tetris-Konzept hier, weil das Baby wird kein ganzes Zimmer für sich haben, weil, also könnten wir machen, aber ich glaube, am Anfang ist das nicht unbedingt nötig, weil da hat es dann genug Platz. Außerdem wird es viel bei uns oben im Schlafzimmer einfach sein und so weiter. Aber wie gesagt, ich erkläre das nochmal richtig in dem Vlog. Werden wir natürlich, wenn der Platz da ist, alles schön einrichten. Dann, wie ich zu einer Hausgeburt stehe, beziehungsweise ob ich schon weiß, ob ich ins Krankenhaus gehe oder in ein Geburtshaus. Also man hat ja diese Kreißsaalbesichtigung dann ein bisschen später noch. Die hatten wir jetzt deswegen noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich tendiere sehr, sehr stark dazu, ins Krankenhaus zu gehen. Hausgeburt, Wassergeburt, diese ganzen Geschichten. Also wer das mag und das feiert, jedem das Seine. Man muss sich wohlfühlen, ne? Am Ende des Tages. Und meins ist es nicht. Ich will auf jeden Fall irgendwo hin. Und ich denke, es wird ein Krankenhaus sein. Und ich hoffe, hoffe, hoffe natürlich, dass bis dahin die Regelungen ein bisschen anders sind. Weil aktuell durch die Situation darf ja der Mann, also wohl eine halbe Stunde mit in den Kreißsaal, habe ich jetzt so mitbekommen. Das macht aber auch jeder anders. Also bei manchen kann er dann früher, bei manchen kann er dann doch immer noch gar nicht mit. Nach der Geburt muss er dann quasi gehen und darf dann auch nicht mehr wiederkommen. Andere Besuch sowieso nicht. Und ja, dann ist man halt als Mama erstmal allein mit dem Baby. Klar sind da Schwestern und so, aber es wäre natürlich schön, wenn Olli und ich diese Full Experience hätten als Paar.
dass er so mitkommt, mit reinkommt ins Krankenhaus und wenn ich dann in den Wehen bin und so, und dass wir dann die Geburt und auch die paar Tage danach so zusammen meistern und schaffen und erleben und genießen. Das wäre mein größter Wunsch. Und ja, warten wir mal ab, bis Oktober ist noch viel Zeit, aber ich hoffe es sehr. Passend dazu auch, ob ich eine Hebamme habe. Ja, wir haben eine gefunden. Da muss man ja wirklich immer froh sein, weil es so wenig Hebammen gibt. Man muss da auch sehr, sehr früh danach schauen. Haben wir auch gemacht. Aber wir hatten jetzt gerade erst vor ein, zwei Wochen unseren Termin mit ihr. Auf jeden Fall, also sie ist super, super nett. Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit ihr und es war eigentlich nur so ein Kennenlerngespräch, beziehungsweise für sie erstmal so eine, ja, so Infos sammeln, habe ich halt alles mal von mir erzählt, wie es bisher lief, das Gute und das Schlechte, das hat sie sich alles aufgeschrieben, damit sie einfach für mich so eine Akte hat. Und im Endeffekt sehen wir uns dann erst wieder kurz vor der Geburt, meinte sie, und dann aber auf jeden Fall danach. Ich glaube, dass man, also ich könnte auch so mal zu ihr hin, aber ich bin eigentlich mit meiner Frauenärztin so ganz, ganz zufrieden und mit den Untersuchungen, die ich habe. Ich kann mich jederzeit bei ihr melden, wenn was ist oder wenn ich Fragen habe. Keine Ahnung, oder ihr könnt ja auch mal schreiben, wie eure, also für die Schwangeren und Mamis, wie eure Hebammenerfahrungen so waren. Habt ihr das viel genutzt? Wart ihr irgendwie mehr mit der Hebamme so in Kontakt vor der Geburt schon? Oder war das dann so wie bei mir? Oder hattet ihr gar keine Hebamme? Wenn das Baby da ist, dann meinte sie, dann kommt sie auch einige Tage, weil dann guckt sie viel nach unserem Schatz und wiegt das Baby. Und mit dem Stillen hilft sie dann ganz viel, weil das ist ja auch immer so ein Thema. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Da kann ich jede Hilfe gebrauchen. Dann noch eine süße Frage, wann mein Bauch angefangen hat zu wachsen. Und zwar also relativ früh. Ich habe ja sowieso einen sehr sichtbaren Bauch von Anfang an gehabt. Und bei manchen ist er ja tatsächlich, also ich habe schon gelesen, bis Woche 20 oder so nicht zu sehen. Da seht ihr einfach, das heißt jetzt auch überhaupt nicht wertend, ja. Das heißt einfach nur, es ist so unterschiedlich. Es ist wirklich super, super, super unterschiedlich. Und es ist gar nichts, was man so als Schwangere steuern kann oder soll oder muss. Aber mein Bauch war schon, ihr habt ja eigentlich gesehen, ne? Ihr habt ja eigentlich diese Transformationsaufnahme gesehen letztens. Da war ich in der 8. Woche. Also ich würde schon sagen, so 7. Woche, weil ich hatte ja einen relativ flachen Bauch. Da war schon so ein Bäuchlein unten. Das sieht zwar trotzdem einfach nur aus, als hätte man halt gerade gegessen. Aber wenn man so angefasst hat, war es halt schon voll fest und das ist der Unterschied. Und wenn man so ein bisschen Schwabbel hat, dann ist das ja so weich. Aber in der Schwangerschaft ist es halt immer so gleich ganz, ganz fest, weil das ist dann halt die Gebärmutter. Aber ja, mein Bauch wächst und gedeiht und auf Instagram könnt ihr dann gerne den Prozess sehen. Da mache ich immer so Vergleichsbilder und poste auch meine Story und so. Wenn ihr meinen Bauch sehen möchtet, dann seht ihr das da, weil ich liebe Babybäuche und ich liebe Babybauchfotos. Dann sind wir auch beim Thema Bauchumfang, hat jemand gefragt. Und ich dachte mir so, hä, ich bin noch gar nicht drauf gekommen, meinen Bauchumfang zu messen. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Ding ist. Es gibt nämlich keine Wertenorm, was den Bauchumfang angeht, das sage ich nur jetzt mal voraus, weil einfach gesagt wird, das verunsichert Frauen zu sehr und es hängt natürlich davon ab, wie groß war euer Bauch davor und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist so unterschiedlich von Frau zu Frau. Aber wir können es gerne jetzt mal live machen, ich habe ihn noch nie gemessen. So Freunde, da ist die Kugel und mein Maßband, muss ich mich hier erstmal ausziehen. So, ich habe jetzt ein bisschen hier Abdrücke von der Hose, nicht wundern, und so wie ich es verstanden habe, soll man so ungefähr beim Bauchnabel messen. 90 habe ich. Also statt 90, 60, 90 ist es jetzt 90, 90, 90. Wie gesagt, das ist nur eine Zahl. Uns geht's gut. Genau, und das ist auch die nächste Frage, wie es mir denn jetzt so geht. Also, das zweite Trimester ist wirklich besser und schöner. So wie es auch jeder gesagt hat, dass man da auf jeden Fall viel weniger zu kämpfen hat als im ersten. Und ich kann mich insgesamt wirklich, wirklich nicht beschweren. Ich musste noch nie ins Krankenhaus oder ich hatte jetzt keine Anzeichen, die mir Sorgen gemacht haben. Und das ist das Wichtigste, weil ich glaube, es nimmt einen dann noch psychisch sehr mit in der Schwangerschaft. Ich habe halt einfach so die normalen Beschwerden, die aber jetzt viel, viel besser sind. So zum Beispiel heute, weil ich auch drehen kann, geht es mir richtig gut. Ich habe mega Energie, ich habe kaum oder gar keine Übelkeit. Und wenn ich dann aber einen schlechten Tag habe, dann bin ich sehr, sehr müde. Dann kann ich den ganzen Tag schlafen und dem gebe ich auch nach. Ja, mit der Übelkeit muss ich halt aufpassen. Es kam schon noch mal vor, dass ich mich übergeben musste. Aber es ist wenigstens nicht mehr jeden Tag. Kopfschmerzen habe ich, Ziehen im Unterleib. Das ist auch sehr häufig, das sind die Mutterbänder durch das Wachstum einfach. Aber es ist alles nicht so
so schlimm. Also ich habe mich an vieles einfach gewöhnt. Ich weiß, mit vielem umzugehen. Alles ist so in einem Maß. Freue mich deswegen auch gerade sehr und bin gerade sehr, sehr gerne schwanger. Also von Anfang an, aber jetzt kann ich so richtig genießen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Und dass wir uns auch im nächsten Video wieder sehen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen, wie gesagt, auch jetzt wieder mehr Vlogs. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Habt einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.